So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Und zwar habe ich noch ein Geschenk bekommen. Und zwar von der lieben Sonja, von einer ganz lieben Abonnentin. Und wir kennen uns auch aus der Facebook-Gruppe Nebelglücks Bastelzimmer. Und sie hat mir auch was geschickt und das würde ich jetzt gerne mit euch auspacken. Aber vorher möchte ich mich schon mal recht herzlich für die tollen, lieben Kommentare bedanken, die ihr mir unter den Videos hinterlassen habt, für die zahlreichen Glückwünsche. Ich habe sie mir alle durchgelesen. Ich freue mich riesig. Ich glaube, so viel Gratulation zu meinem Geburtstag kann ich mich nicht erinnern, dass ich das jemals so viele bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Fühlt euch alle ganz doll von mir gedrückt, ja? Dankeschön. So, dann fangen wir mal an. Also, auch von ihr habe ich das okay, dass ich es zeigen darf. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich nehme den Umschlag mal zur Seite. Und greife mal rein und suche mal auf seine Karte drin. Ich gehe mal ganz stark von aus, dass die Karte drin ist. Ja, es ist eine drin. So, mit meinem Namen. Das bin ich. Super. Das Motiv kenne ich. Da habe ich meine Karte für die Simone gemacht. Und jetzt habe ich das Motiv wieder. Ich finde die so schick. Das sind die Frauen mit den Hüten. Die sehen so klasse aus. Und auch hier hat sie. Ach Mann, ihr macht euch immer eine Mühe. Wisst ihr, und dann sagen die meisten immer wirklich Kleinigkeiten. Jetzt überlegt mal. Die Person, die so eine Karte für jemanden macht, schenkt denen ja schon mal ein paar Stunden von seiner Zeit. Das ist ja schon mal eine Wucht. Also, ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Aber ihr wisst sicher, was ich meine. Ich lese mir das nochmal kurz durch. Auch ganz liebe Glückwünsche. Vielen Dank, liebe Sonja. Ganz tolle Karte. Ich liebe diese Motive. Ein paar habe ich noch. Das war, glaube ich, auch so ein Zehnerpack. Aber das Motiv, das habe ich für eine Karte für Simone verwendet. Also habe ich nicht mehr. Jetzt habe ich hier wieder. Danke. Ist richtig merkwürdig. Hat passt irgendwie alles zu meiner Deko hier. Kennt ihr die? Ja, die habe ich von Christine bekommen. Zu Weihnachten, schaut mal, wie toll das aussieht. Und jede Karte passt irgendwie zu diesem Servierteller. Ja, so. Kann ich nochmal rein. Schauen. Was kann ich da jetzt raus? Oh, ein Tischkalender. Und zwar einen anderen. Ich habe schon mal sowas von der Gabi bekommen. Der steht da. Dann kann ich euch das nicht zeigen, da. Ja, ihr seht jetzt auch, wo ich mit dem Finger hinzeige. Alles klar. Und jetzt habe ich noch einen, den stelle ich mir dann, glaube ich, im Flur. Der passt farblich sehr schön, glaube ich, bei mir im Flur. Heute haben wir den. Auch das, schaut mal, wie das passt. Das ist ja schon fast unheimlich. Ich wusste ja bis heute selber noch nicht, was ich hier als Deko nehme. Entschuldigung. I make you aunt by the paper flowers. Entschuldigt meine Aussprache, aber ihr habt es auch gelesen. Heißt das, ich kann damit solche Blumen machen? Tatsächlich, die sehen ja cool aus. Aber ob ich die jetzt für Rahmen nehmen würde oder würde ich die vielleicht für was anderes verwenden, das kann ich euch jetzt noch gar nicht sagen. Sieht auf jeden Fall klasse aus. Oh, ich bin zu nah, ne? Moment. So, ist besser. Toll. Das werde ich mir mal genauer anschauen. Ganz tolle Sachen. Mein Gott, habe ich heute tolle Sachen bekommen. Oh, so schöne Karten. Ich bin begeistert. Und man muss mal überlegen, das sind ja Leute, die man kaum kennt. Also,
jetzt halt nur aus dem Netz, ne? Und die machen einem so wunderschöne Geschenke. Naja, aber ich bin ja auch immer so, wenn jemand Geburtstag hat, ich kann ja auch nicht, ich muss ja auch immer was schenken. So sind wir Bastler, ne? Irgendwas, und wenn es halt in Anführungsstrichen nur eine selbstgemachte Karte ist, irgendwas muss man schenken. So. Dann verabschiede ich mich für heute. Und wie gesagt, ich bedanke mich nochmal bei euch allen für die lieben Gratulationen und den Videos. Und natürlich auch über Daumen nach oben, ne? Vor allem heute ist das ja ziemlich merkwürdig und ich finde das so klasse, wie ihr das immer wieder ausgleicht. Wenn jetzt irgendeiner kommt und meint, er müsste den geben, dann kommt einer von euch gleich gegenhalten. Ihr seid so klasse. Richtig? Ich mache jetzt Schluss. Wir sehen uns bald, ja? Ich freue mich auf euch. Bis dann. Bye.